zweite Folge vom London Underground Simulator. Und wir fahren zumindest schon mal. Oh, und Danny pixelt da. Oder aber, pixelt. Aber, warum stehen wir denn jetzt? Oh, die pixelt überall. Was ist das? Komisch. Ja, Bildfehler an Bord. Ist bestimmt, weil wir rausgetappt haben in der Pause mal. Hilft ja nichts. Aber gucken wir trotzdem mal. Ich habe jetzt mal weiter ins Handbuch geschaut. Aber warum haben wir jetzt angehalten? Weiß ich nicht. Man, diese Traction, zu weit dieser Traction Brake Controller. Ganz kurz, sind wir zufällig zu weit gefahren? Und zweitens, haben wir überhaupt darauf geachtet, zu welcher Station wir hinwollen? Ja, ich konnte es ja nicht abbiegen, oder? Nächstes Signal, 100, ich weiß nicht, ich würde erstmal weiterfahren. Nächste Station steht aber gar nichts da. Kann man eigentlich speichern? Nee, kann man in diesem Tutorial scheinbar nicht. So viel kann man bestimmt nicht verkehrt machen. Na gut, ich setze mich mal wieder hin. Nee, ich sag schon. Also dieser Traction Brake Controller, damit bremst man oder beschleunigt man halt. Und was man macht, aber hängt man von der Position ab. Ja, man muss ihn immer erstmal nach unten bringen, ne? Bevor man dann quasi wieder aufbauen kann. Das ist halt ganz schön kompliziert. So. So, das ist Bremsen. Jetzt wird irgendwie Druck aufgebaut. Genau. Also ich lese mal kurz aus dem Handbuch vor. Ja. Guck, ob du dann schlau wirst oder die Zuschauer. Detaillierte Beschreibung des Traction Brake Controllers. Beschleunigen. TBC, das ist der Traction Brake Controller, auf Series oder parallel stellen, damit beschleunigt man. Bremsen, Traction Brake Controller auf eine der Bremsstufen stellen. Rheostatic 1 and hold bis Emergency. Man kriegt aber auch kein Feedback, ne? Ja, das ist halt das Problem. Ich sehe nicht, auf welcher Stufe er müsste es halt sagen. Steht. Oder es müsste so im Tooltip stehen oder so, ne? Ja. Ja, dann schaut es einfach wieder mal so durch wie vorhin und irgendwann fährt er halt. Ja, eben war es ein bisschen komisch, da ist er gefahren. Jetzt sogar fährt er. Nee, er nimmt einfach den Druck raus. Ja, aber es hat ja auch von alleine aufgehört zu fahren. Der Druck ist ja auf der Bremse irgendwie. Nein, lass das bloß. Mach den nicht kaputt, der ist gut. Da hat es in der ersten Folge so gut angefangen. Ist das Benzin alle oder was ist jetzt hier los? Man baut Druck auf, das steht überhaupt nicht. Hier losfahren, das ist ja ganz einfach. Schalten Sie nach Bedarf Zeitanzeige, Streckenmonitor und Stationsmonitor ein. Mach mal 1, 2, 3 auf den Tastenfeldern, dann gibt es verschiedene Sachen. Uhrzeit, okay, brauchen wir nicht. Das und das. Okay, Station. Braucht im Moment eigentlich nur den Streckenmonitor, wenn überhaupt. So, schalten Sie den Selector Switch auf die Stellung vor. Und das ist ja der rechte, das ist ja richtig. Können wir auch mal machen, aber mit Bild nach oben. Mach das mal, Bild nach oben. Und damit schalten wir rum, okay. Auf die Stellung vor. Das war schon richtig, wie er war eigentlich, ne? Da hast weiß du da vorne nicht, was das kann ich ja. Warte mal. Vor. Das müsste die vor sein, oder? Genau. Okay, super. Also ein bisschen kann man es auch lesen. Das ist halt, du musst vielleicht den Totmannsknopf wieder aktivieren. Deswegen fahren wir nicht. Oh nee, doch, der war aktiviert, okay. Nee, warte mal, der war an. Schau mal. Ja. Ach, ich weiß, wo das jetzt herkam. Ich glaube, bei dem Raus-Alt-Tabben hat sich der angeschaltet. Und jetzt. Ah! Mann, ist Wahnsinn. Das, Alter! Wahnsinn! Ich denke immer so, die haben halt voll den Billo-Job auch so in der U-Bahn. Du denkst immer so, wenn ich jetzt hier in München mit der U-Bahn fahre, ne, da sitzen die halt da und fahren von einer Station zum nächsten, haben überhaupt nichts zu tun. Die haben alle Hände voll. Ja, gerade wenn 1860 gespielt hat und die Fans die Bahn auseinandernehmen. Anders als die Bayern-Fans. Wo steht denn hier mal dran, wo wir sind? Schade, dass wir hier so blöd rausgucken können. Das ärgert mich jetzt auch. Müssen wir gleich mal gucken in der Pause, ob wir das irgendwie spätestens in der nächsten Folge wieder Was steht denn da oben? Please fully das deploy when train is stable to reduce solar gain? Okay. Was? Wie, Moment. Das ist so ein Sonnenschutz. Ach so, das ist ein Sonnenschutz. Ah ja, okay. Jetzt habe ich gesagt, sollst du halt runterziehen, fully deploy, wenn ja, halt... Ja. Kann ich es eigentlich machen? Blendet. Nee, geht leider nicht. Das ging ja beim Bus. Ja, oh, ich dachte, die springt jetzt. Ich dachte, wir haben in der zweiten Folge schon gleich Personenschaden. In dem Spiel doch überhaupt nicht. Ja, wer weiß. Wer weiß, ja. Ich glaube nicht. Kannst du den Psychologie-Simulator gleich noch mit anschließen? Echt? Also, wir haben grüne Signale. Aber noch, und man ja, sitzt noch haben wir freie Fahrt für freie Menschen. Ich bin total zufrieden. Hinten ploppen die Häuser auf. Ich wollte gerade sagen, hinten wird London noch fertig gebaut, schnell. Aber ratzfatz. Da wird ja auch mal viel gebaut. Ja. Gott. Also, da kann sich der Berliner Flughafen noch ein Scheibchen abschneiden, wie schnell die hier die Häuser hochziehen. Ah, hier ist irgendwie eine Autobahn. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, wir haben ja jetzt scheinbar normalen Tagesverkehr. Also auf dem anderen Gleis fahren tatsächlich dann auch ein bisschen Züge rum. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, wo ist denn der normale Verkehr hier auf dem Gleis? Theoretisch müssten wir doch jetzt langsam mal in einen reinrollen. Oder? Ja, wir standen ja vorhin so lange rum, eher ist Sie sind alle Stau hinter uns. Ach so.
Gibt es eine Außenperspektive? Ich würde mir ich habe keine geguckt. Ich habe gerade. Whistle. Was? Da stand, ich soll whistlen. Wo stand das? Da war ein Schild. Da war allen Ernstes ein Schild Whistle. Ich finde das ehrlich gesagt, sieht so von der Stimmung und von den Sachen, die so an, am Wegesrand sind, sieht sehr nach Stalker aus, oder? So von der ganzen Lichtstimmung. Ja, es hat einfach diese realistische Anmutung so ein bisschen. Ne? Und auch so ein bisschen düster, aber und gleichzeitig. Und dann auch die Uhrzeit. Also so diese frühe Morgenstimmung. Würde mich nicht wundern, wenn jetzt hier gleich ein Mutant oder so um die Ecke kommt. Der Danny ist auch schon Hallo? Wie heißt er? Danny, ne? Danny. Schau mal, jetzt wäre dann auf der anderen Seite. Warum zeigt das eigentlich nicht an, unten mal die Station, dass wir wissen, wie lange wir noch zur Edgeware Road brauchen? Vielleicht sind wir schon längst vorbei. Wir sind wahrscheinlich schon lange vorbei. Hätten U-Turn machen müssen. Oh, jetzt kommt das nächste gerade, ist rot. Da sollen wir bremsen. Ja, brems mal, es ist rot. Wie denn? Ja, ich drück einfach den Todmannsknopf. Aber das ist auch erst in 200. Ja, ein bisschen kannst du noch geben. Wieder mit Tab oder wie? Jetzt muss ich erstmal wieder Druck aufbauen. Ist das so? Man sollte meinen, dass wenn man neben dir sitzt, ständig unter Druck steht, aber. Reicht für Zug nicht. Nee. So, jetzt noch ein und dann geht's los. Ha! Da hätte man das denn machen müssen, was du gerade gemacht hast, mit den rechts, links und Druck aufbauen und so? Ja, du kannst nicht einfach wieder auf Start drücken. Der fährt dann nicht los. Schon mal hier, selbst so eine kleinen Details wie diese... Die Schwelle da eben. Ja. Das ist cool. Wie gesagt, ein bisschen schade, dass wir jetzt wahrscheinlich durchs Raustappen diesen Grafikfehler haben, dass wir hier nicht wirklich schön rausgucken können. Weil das Fenster einfach nur dreckig. Wir hoffen das nächste ist auch wieder grün. Glück gehabt jetzt inzwischen. Lange genug rumgestanden. Wir hoffen auch sehr drauf. Wahrscheinlich haben wir jetzt gerade die anderen Züge eingeholt. Wir hoffen sehr darauf, dass wir in der nächsten... Ach, schau mal, das nächste Signal ist rot. Du hast noch ein bisschen Zeit. Der bremst, also der braucht nicht so viel. Der bremst geht recht schnell. 40, 50 Meter. Whistle. Jetzt macht er mal. Das ist auch wieder grün geworden. Das ist ja Spannung pur. Und jetzt geht's endlich in den Untergrund. Wird auch mal Zeit. Wahnsinn. Ich bin schon ein bisschen geärgert, dass wir hier mehr oder weniger im Zug-Simulator sind. Wow, ist das cool. Nicht im U-Bahn-Simulator. Rot, brems! Du bist viel zu schnell gefahren. Erstmal das und du hast nicht gebremst. Boah, das Spiel ist aber knallhart, oder? Holla! Also für eine Einführung ist das aber nicht ganz ohne. Konntest du eben speichern? Nee. Nee. Also in diesen Tutorials darf man scheinbar nicht speichern. Da können wir es aber jetzt viel schneller machen. Machen wir noch die Aufgabe. Sollen wir die Einführung nochmal schnell machen? Ja, wir machen die ganz schnell. Wir wissen jetzt ja alles. Oh, dann krass. Das ist ja krass. Da muss man echt aufpassen. Ja. Ich glaube, wir werden jetzt auf der Strecke mal ein bisschen das langsamer Fahren nochmal kurz üben. Hast du rausgefunden, ob es eine Taste für Außenansicht gibt? Ich habe keine gefunden. Ich habe geguckt hier, ob es irgendwelche Kameratasten gibt, aber nein. Geguckt, hier steht ja alles. So Scheibenwischer habe ich gefunden. Ich hätte gedacht, ich hätte in den Einstellungen irgendwo Uhrzeit, vorhin das mal gesehen. Scheinwerfer. Warum ist die Ladezeit jetzt so lang? Weiß ich nicht. Ja, bewegt sich aber noch. Wo bewegt sich das denn? Ich meine, sie ist ein bisschen bewegt, glaube ich. Ich glaube, das bildest du dir ein. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Wir warten noch mal 10 Sekunden, ansonsten... 10 Minuten. Ist die Folge auch vorbei. Nein, wir warten jetzt noch kurz. Und gerade im Untergrund. Hallo, wer weiß, was da los ist. Das ist bestimmt so ein Stalker-Untergrund. Nee, es hat sich nicht bewegt. Du willst das gerne, dass es sich bewegt. Ja. Aber dadurch bewegt es sich noch lange nicht. Nur weil du es willst. Wir driften hier ab. Ja, furchtbar. Ich glaube, wir müssen neu starten. Ja, dann unterbrechen wir die Folge an dieser Stelle und schneiden einen Schnippschnapp, dass der andere dahinter. Ne? Alles klar. Bis dann. Tschüss. So, haben das Spiel wieder repariert. Das können wir jetzt mal möglichst schnell alles machen. Mal gucken, ob du gut aufgepasst hast. Ja. Dann kannst du alles in 0, nichts machen. Ich habe noch ein bisschen im Handbuch geblättert während der unfreiwilligen Pause. Und ich habe inzwischen festgestellt, warum. Also ich bewege jetzt gerade nichts, bin aber in der Ego-Ansicht. Und wir haben uns doch vorhin gefragt, warum wir nicht mal still auf die Anzeige gucken können. Weißt du, was das Spiel simuliert? Nee. Die Kopfbewegung. Auf die Figur bewegt ihren Kopf einfach so. Nein! Und die Kamera ist tatsächlich in den Kopf der Figur reingesetzt. Der Hammer. Und deshalb guckt man sich halt die ganze Zeit um. So ein Quatsch. Ich habe vorhin gedacht, man kann ja nicht so ein komisch, ne, dass solche Sachen dann. So. Ja. Und folge mir, sagt er. Dass es solche Sachen. Nicht irgendwie denn zwischendurch mal jemandem auffallen in der Entwicklung. Oh, also, dass das nervt. So viele Sachen machen sie. Ist ja witzig, dass sie die Kamera dann direkt in den Kopf mit diesen Kopfbewegungen reinpflanzen. Ist abgefahren.
So, Danny, jetzt hier. Warte eigentlich mal auf uns oder was macht der? Ja, ja, ich glaube ja. Ich glaube, wir rennen, laufen mal vor. Ja. Dann, guck ich mal, ob er mitkommt. Nee, geh zu Danny. Du musst das schon vielleicht dich hinstellen, irgendwas von ihm anhören irgendwie. Du musst halt seine Sätze anhören und dann. Sind auf Kussentfernung. Also, dann hättest du vielleicht wo steht denn eigentlich, müssen. Was das hier für eine Station ist? Hier. Ja. Das müsste eigentlich dann schon mal so zwischendurch stehen. Ich würde ja gerne aus der Perspektive gucken, aber es ist halt echt ein bisschen nervös. Das war ein Quatsch. Point. Den brauchen wir auch. Aber ordentlich aufgelöste Texturen halbwegs, oder? Also zumindest was ja, so solche Schriftsachen angeht. Die Backsteinmauer ist auch okay. Mhm. Schöne Backsteinmauer. Schon wieder eine Backsteinmauer, muss ich sofort dann wieder an Stalker denken. Oder an jede Internet-Videospiel-TV-Serie-Sendung. Also Internet-Video-Sendung. So. Backsteine gehen halt immer. Backstein dahinter. Backsteine gehen immer. Ist ja wohl klar. Stimmt aber irgendwie auch. Ja, mein Gott, ist halt so. Ist halt ein bisschen sonst zu viel benutzt ja, halt. Die ja auch nicht so. Das ist halt zu viel benutzt. Moment, wofür ist das Werbung hier? Oh, 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 oh. Mercedes, aber mit ein bisschen veränderten Stern. Stimmt. Das ist der GameStar-Stern. Drive to the Sky. The new Baltimore. Aha. So, jetzt können wir hier perfekt fahren. Also das ist halt, ich habe nochmal nachgeschaut, das ist tatsächlich alles mit diesem Traction Brake Control. Man, das Dumme ist, man sieht halt nicht, was da drauf steht. Im Handbuch steht dann, stellt er auf die oder die Einstellung, aber man sieht die Einstellung ja nicht. Aber jetzt müssen wir wieder alles Mögliche machen. So. Ja. So, jetzt machen wir das ganzen, mal an. Alles rechts hier, den ganzen Quatsch da machen von vorhin. Da muss von alle linken. Zack, zack, die ganzen. Ach, alle linken. Ja, geht nicht? Darf man die nur in einer gewissen Reihenfolge machen, oder was? Das wäre ja ein bisschen albern. Führerstandslicht, jawohl. Jetzt den Drehschalter auf rechts stellen da, genau. Dann drei. Und jetzt die Heizung und Dings rechts noch. Das war wie, hier, oder? Also was wir für geile U-Bahn-Fahrer jetzt schon sind. Und so. Oben. Also das klappt schon mal hervorragend. Schade, dass man nicht hereingucken kann nach hinten in das. Dann drücken, schließen wir die jetzt mal mit F7. Schalte nun den Selector-Switch auf vorwärts. Das ist der linke, das ist dieser. Ach Quatsch. Das ist der rechte von den beiden. Genau der. Der hier, ne? Auf man kennt es so ganz, ganz leicht. Also wir wissen es ja inzwischen. Und jetzt kannst du losfahren. Jetzt drück einfach mal den Totmannsknopf, ob der denn schon losfährt. Nee, wir sollen ja erst die Brake-Release-Dings-Geschichte machen, oder? Das ist ja links. Du musst den Traction Brake Controller auf die Stellung Off and Release stellen. Aber man sieht ja das nicht. Wo ist denn Off and Release? Ganz kurz, Off and Release, da ist es nicht. Das ist Emergency, das ist Service, irgendwas. Das ist Eat oder so. Das ist Rheostatic irgendwas. Das ist auch irgendwas. Eat and Sleep. Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Aber jetzt müssen wir einfach warten, bis der Bremsdruck weißer Zeiger aufgebaut ist. Haben wir. Ja. Gas geben jetzt und bremsen hier. Kannst du mit dem Pfeil nach oben und unten lassen. Hell? Ja, das haben wir ja die ganze Zeit schon gemacht. In die drei oberen Stellungen. Shunt, Serial, Parallel. Mach mal. Eine der drei, ist auch eine der drei. Ja, guck. Ja, ist auch super. Ich glaube, das sind die drei Geschwindigkeitseinstellungen. Machen wir mal auf die zwei, damit wir die Geschwindigkeitsanzeige haben und so. Genau. Ich probiere jetzt erstmal. Das ist, müsste jetzt die unterste Geschwindigkeitsanzeige sein. Die unterste Geschwindigkeit. Ich habe Angst. 18, fährst du schnell. Was, wenn du nach links steht, wird er einfach automatisch langsam? Ja, okay, dann können wir wenigstens so ausrollen, okay. Jetzt darfst du auch wieder 40 fahren. Jetzt machen wir alles richtig. Ich finde es komisch, dass wir die Aufgabe haben, zu Edgeware Road zu fahren. Mhm. Aber es zeigt ja im Streckenmonitor nicht an. Das wäre mir ganz lieb, wenn er jetzt sagen würde, nächste Station. Ja. Oh, oh, in 80 Metern fahren wir nicht drüber, sonst fliegen wir gleich wieder aus dem Spiel. Ja, ja, das mache ich auch nicht. Wie kannst du bremsen? Ach, schau mal. Wir haben es doch gefragt. Da übrigens, ja, da vorne da ist der andere U-Bahn. Zug, ja. Jetzt bremst, bremst. Zwei, eins. Alter, Alter, Alter. Das nenne ich übrigens eine Punktlandung. Ein Meter noch entfernt. Also das war echt knapp. Da hätten wir uns beide aus dem Scheunen geschmissen. Das war nicht knapp, das war sauber berechnet. Kann ja beides sein. Also der Druck ist noch voll da. Mhm. Ich bin zufrieden. Und ja komm, hup den mal weg. Danke. Der reagiert schon. Ach, guck mal, er fährt auf jeden Fall. Ja. Also der Druck ist noch da und jetzt probieren wir mal diese drei oberen
ja, Stufen mehr oder weniger. Wenn du so verschiedene Geschwindigkeiten nochmal raus und willst du nochmal lesen? Ich versuche nochmal. Ich gucke auch mal nochmal mit. Irgendwie zu erkennen. Also, ach, jetzt ist das parallel. Das obere ist parallel. Also das letzte ist parallel. Das vorletzte ist Serials, das dritte ist dann dieses Shunt. Wie der Kopf so blutwackelt die ganze Zeit. Ich habe vorhin echt gedacht, warum hält der denn die Maus nicht ruhig, der auf die. Ja, vielen Dank auch. Ja. Ich kann es auch nicht lesen. Da wäre ein Standbild mal cool. Ist ja cool, wenn er etwas anzeigen würde. So, warte mal. Aber passt schon. Da steht irgendwas mit. Kann es sein, dass es irgendwie Break and Release heißt? Ja, eine Position heißt so. Dann ist das die quasi die vierte von. Wir brauchen eine von den dreien halt, um loszufahren. Genau. Das ist ja verrückt. Ich möchte jetzt mal zu Edgeware Road kommen. Setz mal wieder hin mit C. So, dass ich nicht hinsetzen. Jetzt wieder. So, Moment. Streckmonitor an. Auf der 2. Und grün. Perfekt. Da gehen wir Gas. Das müsste jetzt theoretisch Break and Release sein. Okay, super. Da baut sich Druck auf. Das ist jetzt die erste Stufe. Hast du vielleicht irgendwie. Achso, wir haben den Todmannsknopf noch voll an. Moment. Ja, jetzt? Das ist jetzt Break and Release, glaube ich. Okay. Eins hoch ist jetzt dieses Shunt. Ist aber noch nicht geil genug. Mach einen weiter. Moment, Moment. Ich will nur ganz kurz gucken, ob es wirklich das ist. Moment. Aber ich hätte gedacht, dass wir da schon losfahren. Ja, super, das erkennst du ja überhaupt nicht. Hab ich auch gedacht. Ja, geil. Ja. Du sollst ja nicht jetzt hier da hinten rein. Ich wollte nur mal gucken. Moin. Cool, das geht. Das finde ich ziemlich cool. Kannst du die Tür wieder zumachen wenigstens? Sonst gucken die auch alle hier rein, ja. Wir haben doch keine Passagiere dabei. Ja, noch nicht. Was ist das für ein Scheiß ist mit diesem Nervösen? Rumgewackelt, ne? Das ist schlimm. Da ist es besser, wenn man die Kamera rausnimmt und dann in den Kopf rein stimmt, klippt. Da wackelt es nicht. Ja. Ne? So, aber jetzt. So, alles wird super. Also. Ja. Zack. Jetzt hast du Druck abgelassen. Ach, scheiße, wir hatten den Todmannsknopf noch an, genau. Also wir auf Break and Release oder was auch immer? Das müssten wir jetzt eigentlich drauf sein. Auf Break and Release. Off and Release heißt das, glaube ich. Was? Off and Release. Off and Release, okay. Glaube ich. Also, haben wir. So, und jetzt? Ja! Das ist jetzt die erste Stufe. Mal schauen, wie viel wir mit der ersten Stufe erreichen können. Also wie schnell der Zug werden kann. Komisch, dass alles so komische Namen hat auch. Dass man damit gar nicht dann so... Warum heißt das nicht einfach erster, zweiter und dritter Gang oder so und Bremse? Warum ist das alles so kompliziert? Das mag ich nicht. Jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwo steht, wie der Laden heißt. Station heißt hier. Underground. Alternativ könnten wir auch mal gucken... Wissen wir denn, wie die Startstation hieß? Nee, eben nicht. Sonst hätten wir hier auf den Stadtplan gucken können. Wir spielen die Circle Line übrigens mal zur Info. Sind denn alle Linien drin in dem Spiel? Nein, man fährt nur die Circle Line. Ach, das ist ja totaler Beschiss. Naja, wir haben guck doch mal, wo die Circle Line startet, obwohl es ja eigentlich, Circle ist doch eigentlich... Ich fahre im Kreis, ja. Im Kreis, ja. Aber das, wo wir gestartet sind, sah eben sehr nach... Oh, scheiße! Ah! Da, fuck! Das sah sehr nach... Du sollst halt auf die Strecke gucken. Ja. Ich hab gerade, ich wollte auf die Verpackung gucken, um zu schauen, was da so drin ist. Weil du mir das nicht erzählt. Ich habe gerade auf den Plan hier nach der Circle Line geguckt. Ich wollte andere Informationen. Beide Fahrer gucken. Und Danny sagt auch nichts. Das stimmt. Danny sagt hält nichts. Einfach den Mund und lässt uns da voll durchrauschen. Ja, also nächste Folge nochmal die Einführung. Ja, aber versprochen, in der nächsten Folge sind wir dann schon weiter. Also wir fahren da jetzt schnell wieder hin. Ihr müsst euch das jetzt, ihr müsst euch das jetzt hier so nicht angucken. Der Fritz ist ganz schön nett zu euch. Wir sind dann schon unterwegs. Also ja, ist ja, hallo, jetzt stellen wir uns hier so blöd an. Das ist ja albern. Ist ganz schön nett zu den Leuten. Nee, da fahren wir jetzt schnell hin. Also, okay, also nächste Folge sind wir dann wahrscheinlich irgendwie... Kurz vor der Edgeware Road. Ja, kurz vor dem Tunnel oder so sind wir da. Ach da, wo wir vorhin... Ah. Genau, wo wir versagt haben. Das sind alles verschenkte Minuten, so werden wir nie zum YouTube-Millionär. Das ist ja alles wichtige Werbeminuten. Aber ich kann ja als Teaser jetzt schon mal für das eines der nächsten Projekte bringen, dass wir ja dann zeigen werden, The Good Life leben werden. Quasi mal schauen, wie das Leben im tropischen Paradies so ist. Das ist so eine Lebenssimulation. Wer müssen wir. Der verrat doch. Also wirklich, Martin, du darfst es doch nicht verraten. Das du hast doch den Namen hier schon verraten. Ja, aber da kommt doch nicht jeder drauf, dass das ein automatisches Spiel ist. Wir Let's Playen doch auch öfters Bücher und so. Du redest nur Quatsch. Wir drehen jetzt hier Christian den Hahn ab und sehen uns in der nächsten Folge. Und wie gesagt, im Tunnel. Im Tunnel. I see you in the tunnel. Bis dann. Also bis dann. Tschüss.